So, ich mach mal von hier. Bis hier. So, ich hoffe damit. Ach so. Ich muss die gar nicht irgendwie verknüpfen. Boah. Ich jag mir nicht so einen Schreck ein, ihr doofen Züge. Ich muss die gar nicht verknüpfen. Kann das sein? Es ist immer nur für diese eine Strecke. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch so eine Lampe hinsetze. Noch so eine hinsetze. Dann bist du jetzt rot, gelb, grün, rot, gelb, grün. Fährst in die falsche Richtung, ja. Okay. Stopp. Jetzt machen wir das mit der Bahn. Also, Zug hält. Sobald der andere Zug kommt, entführe ich den auch. Forschung auf maximaler Stufe. Könnte haarig werden wegen dem X-Fach-Multiplikator hier. Will ich das überhaupt? Plus 120% pro Dingens. Das klingt schon schick, oder? Ja, eigentlich schon. Aber ich denke, bessere Fabriken wäre sinnvoller. Ja, mach das mal. So. Genau, du fährst jetzt nach. Du bist jetzt unser Eisenzug. Du fährst nach Eisen 4. Und dann nach Home S. Das heißt, du bist Eisen Süden. Brauche ich eigentlich noch eine dritte Station, kann das sein? Mit dem dritten Zug? Für etwaige andere Außenposten. Weil momentan haben wir Eisen 4, Kupfer 4 und Eisen 3. Die sind alle noch aktiv. Eisen 4 wird später umbenannt zu Kristall und vielleicht sogar noch Kohle. Je nachdem. Und baut dann weiter Sachen ab. Ja, komm, es muss der Zug wieder nach Hause. Aber die Leuchtdinger jetzt. Also es soll immer nach rechts jetzt alles gehen. Also so im Kreis, gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, du... Warum sagst du jetzt nicht rot? Da ist doch ein Zug bei dir. Verstehe ich nicht. Du meckerst auch nicht. So, du bist jetzt rot. Sobald zwischen euch... Warte. Nö. Ja gut, jetzt sagt der hier rot. Aber es könnte ein Zug immer noch bis hier ranfahren und das Ding zerscheppern, oder? Okay, so war das dann nicht. Also ich kenne das aus Open Transport Tycoon Deluxe. Also OTTD, was übrigens auch ein sehr schönes Spiel ist. Dass da mit den Bahnen so geregelt ist, dass man die auf beiden Seiten machen müsste. Also quasi, dass die sich so ergänzen. So rum müsste das denn sein. Das heißt, das Ding spricht ja mit dem Ding zusammen. Und dadurch wird dann ein Bereich definiert. Ich kann das jetzt absolut nicht sehen, das Ding. Ist hier aber anscheinend nicht so. Wenn ich dich da oben hinsetze... Dann wäre das jetzt hier ein Bereich. Ist es aber nicht. Ich denke, das ist so eine Sache, die ich mir wieder auf Kamera angucken muss. Was schade ist. Eigentlich hätte ich das Ganze jetzt an einem so einem Rusch gemacht. Rot, rot. Rot. Das sieht gut aus. Das heißt, da würde dann kein Zug hinfahren. Genau, und du, anhalten. Du fährst jetzt nach Home. Nein. Du fährst jetzt nach Home. Alter.
Nimm raus, nimm raus. So. Also du warst jetzt Eisen 4. Du bist Eisen 3. Kupfer 4. 30, 30, 30. Und Home normal. Okay. Das heißt, ich schicke jetzt dich los. Danach den anderen los. Und dann müssten wir theoretisch. Ja, wir müssten jetzt bei jeder Station eine Umgebung, eine Umgehungslinie quasi machen. Das wird interessant. Und die Bahnstrecke ist doch ein bisschen weiter weg, als ich dachte. Ich hätte einfach in den Zug springen sollen, hm? Wechsel bitte auf die bessere Waffe. Gut. Piu. So, hier bräuchten wir jetzt eine Umgehung. Das heißt, ich brauche mehr krumme Sachen. Du. Oh, wir können sogar eine Abkürzung machen. Dum, 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 dum. Das führt dann direkt oben da so hin. Achso, ich habe bestimmt wieder genau neue Kapseln dabei. Chup, 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 chup. Was ich richtig gerne bei dem Spiel hätte, wäre quasi naja, so eine Art Bordcomputer, programmierbaren Bordcomputer, dem man so alle möglichen Sachen sagen kann. Zum Beispiel, dass wenn du angegriffen wirst und das Schild ist unter einem Wert X, dann schmeiß bitte raus, Kampfroboter. Wenn du Bäume siehst in der Nähe, dann starte in Vektorrichtung XY Giftkapseln. Sowas in der Richtung. Das finde ich ein richtig nettes Spielzeug. Aber wahrscheinlich ein bisschen zu übertrieben. Hm? Du da. So wie man bei Minecraft die Turtles soll programmieren kann. Also nicht mit Giftkapseln schießen, aber allgemein mit Computercraft kann man da ja auch recht interessante Sachen zusammenbauen. Und ich werde bei weitem nicht genug Schienen haben. Also bau Schienen, 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 Schienen. Ja, ich werde nicht genug Steine haben. Eine ganz schöne Strecke. Dieses neue Klicksystem hier, das stört mich irgendwie, dass zwischendurch diese Lücken da auftreten. Das wäre früher auch eine Lücke gewesen. Die sehe aber dann offensichtlicher wie eine Lücke aus. Ich lasse den Ramschitz einfach stehen und mache das alles später heil. So. Ganz viele Leichen. Noch mehr Leichen. Endlich da. So. Du da. So. Gut. Jetzt die Umgehung. Ja, Moment. Kupfer. Das hier ist Eisen 3, richtig? Also die Eisen 3 Bahn. Oh. Ah, die Verbindung ist noch gar nicht da. Mist. Ja, ich sollte erst zwei Bahnen starten, wenn ich hier auch eine Verbindung ist. Gut. Du. Wo sind meine Lampen? Er war da gebaut, ne? Er hat gesetzt. Hier Baulampen. So, das heißt, wenn hier eine Bahn ist. Dann meckere er bitte und lässt hier keine Bahn durchfahren. So zumindest die Theorie. Ja, okay. Dann machen wir hier zwischen auch mal. Ich kann ja einfach zwischendurch so eine Dinger machen. Das heißt, wenn zwei Züge recht dicht hintereinander fahren, dann fährt hier einer hin. Und der Zug, der hinter ihm fährt, wird dann hier abgebremst, solange bis ein Abstand aufgebaut wird. Das heißt, theoretisch können wir einfach random irgendwo in der Welt diese Dinge aufbauen und dann wird sichergestellt, dass nie ein Zug direkt hinter dem anderen ist.
Nee, mach was anderes. Mach mal Pollution Production Module. Also wegen Gegner anlocken und so. Aber nee, ich nehme lieber hier, Toolbelt. Zack. So, jetzt brauchen wir noch mehr davon. Und wir brauchen jetzt die Verbindung nach unten, ne? Ja. Also hier alles aufräumen. Warst du schon vor der Basis? Du musst weg, tut mir leid. Ich glaube, du bist relativ neu. Was mich mal wieder daran erinnert, viel mehr Radarschüsseln zu bauen. Mit. So, das ging schnell. Oh, ist das eine lange Strecke? Ja, nee, das werde ich jetzt nicht in Kürze einfach mal so bauen können. Ich kann die paar Gleise, die ich hier gerade habe, verbauen. Aber dann komme ich nicht weit. Bip, bip. Oh, ups. Du. Bist du? Da, bau mal einen davon. Bau mal ein paar mehr davon. Klick. So, alles gut, alles gut. So. Ja, also Steine holen, mehr Zugstrecken bauen, das hier alles verbinden, die Türme da mal umbauen. Ist leer, okay. Bau dich mal hier wieder auf. So. So. Euch umbauen, dass man hier durchfahren könnte. Wenn man es wollte. So. Gut, gut. Nicht vom Zug erfasst werden. Wobei der Zug fährt gerade gar nicht hier hin, ne? Ja, ist alles doof. Doof, 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 doof. Bitte fordere Steine an. Und zwar so 400 Stück. Hab ich überhaupt noch Steine? Ja, 76.000, gut. Da kommt gerade eine Armee und holt die Steine. Und jetzt kommen sie angeflogen. Flop. Sehr gut. Bau ganz, 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 ganz viele. Das sollte ich auch mal automatisieren, ne? Ist ein super Kandidat dafür. Ja, mach mal. Ich werde immer wieder Gleise brauchen. Haben wir irgendwo noch so Krimskrams? Die Dinger brauchen wir jetzt aber gar nicht mehr. Das heißt, wir können hier einfach mal so ein Dingens hinbappen. Mit Ärmchen rein, Ärmchen raus. Du brauchst Stahl und Stein. Das weiß ich inzwischen zu Genüge. So, dich beschränken wir mal auf. Na, ruhig ein bisschen mehr. Und du stellst bitte her die da. Mit grünen Modulen, die wir gar nicht mehr haben. Was? Warum habe ich keine grünen Module? Zack. Also. Da. Was? Ah, da. So. So, so. Ach so, ein Eisensticks brauchst du auch. Das habe ich vergessen. Sticks haben wir, glaube ich, aber irgendwo automatisiert. Für irgendwas anderes schon. Genau, da unten. Bist mal wieder am Arbeiten, ne? Musstest du lange nicht mehr. Bist du beschränkt? Ja, beschränk dich mal lieber auf 4 oder so, damit wir einen größeren Puffer haben. Und mein Inventar ist voll. Jupp, 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 jupp. Ich laufe ja schon. Ja, hör auf, mich zu nerven. Da, die brauche ich nicht. Die ganzen Leichen brauche ich nicht. Einen davon brauche ich nicht.
war's schon. Ne, das hätte ich ganz gerne, aber das kann raus. Die können raus. Das kann raus. Es wurde übrigens schon mehrfach angedeutet, dass ich doch bitte mich um das Resin-Problem kümmern sollte. Ich sehe kein Resin-Problem. Es sind 4000 Stück, das müllt nichts zu. Das mit, das mit, das mit. Und ich sollte jetzt genug Schienen haben. Jo, okay. Das heißt, nächste Folge schließen wir das Ganze jetzt an. Also von da nach da. Dann machen wir bei Kupfer 4 noch so ein Umgehungsding. Also wahrscheinlich auch wieder so eine Schräge. Und bei Eisen 3 Umgehungsding, also auch da eine Schräge. Und dann versuche ich das einzutüdeln, dass dann die zwei Züge, oder eventuell sogar 3 oder 4, es können ja ruhig mehr sein, durchgehend im Kreis fahren, alle Ressourcen einsagen. Mal schauen, wie das so funktioniert. Also bis gleich.